Michael Neubauer, NED, heute bei uns am Immobilientag Starke Regionen. Gerade wurde auf dem Podium darüber diskutiert, wie sich der Wohnbau in Österreich entwickelt. Das ist eine schwierige Situation, gerade für das Immobiliendevelopment. Wie würden Sie diese Situation beschreiben? Ja, also die Finanzmarktsituation hat schon einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklungsprojekte genommen und hat in vielen Regionen, bei vielen Mitbewerbern einfach zu einem Stopp der Entwicklung geführt, zu einem Abbau der Gesellschaften geführt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eigentlich eher seitwärts und eher zuversichtlich in den Markt blicken und uns schon quasi auf die Zukunft orientieren, weil wir uns bewusst sind, dass der Immobilienmarkt wieder wachsen wird und ansteigen wird. Wie reagieren Sie in Ihrem Unternehmen auf die aktuelle Lage mit den Zinsen, mit auch der gefallenen Nachfrage im Eigentum? Wir haben eine neue Phase eingeführt in unserer Projektentwicklung. Wir testen quasi Projekte, wie sie in der Verwertung erfolgreich sind. Und wenn wir bemerken, dass bestimmte Nachfrage vorhanden ist, dann ist das für uns ein Signal, Projekte zu realisieren. Wir haben damit ein gutes Argument, letztendlich Projekte zu bauen, zu realisieren und endgültig zu verwerten. Wie erleben Sie die Situation mit den Finanzierungen? Also man hört von vielen Development-Firmen, dass es eben ganz schwierig ist, eine Finanzierung zu bekommen. Viel hängt auch mit der Taxonomie zusammen, die ja auch dann die Finanzierung schwieriger macht. Wie erleben Sie das? Ja, auch da haben wir eine glückliche Situation. Wir sind sehr konservativ finanziert, hoch Eigenkapital in unseren Projekten. Wir haben bei Banken keine Probleme, zu Darlehen zu kommen. Wir haben entsprechende Konditionen. Unsere Sicherheiten sind erwartbar, die gegeben müssen. Also eigentlich hat sich bei uns in der Finanzkrise bei den Finanzierungen am wenigsten geändert, außer den Zinssatz natürlich. Aber sonst hat sich nichts geändert. Auf der Bühne ist mir aufgefallen, dass Sie das Thema Mietkauf, dass Sie dieses Geschäftsmodell, das ja jetzt für viele Developer interessant wird, dass Sie dem nicht so viel abgewinnen können. Wieso nicht? Ja, weil einige Unsicherheiten am Wege liegen, die noch nicht geklärt sind, wo auch gesetzliche Situationen nicht vorhanden sind. Im Gemeinnützigkeitsgesetz ist das viel einfacher geregelt. Wir beginnen hier jetzt irgendwas nachzuahmen und da wird schon auch juristische Stolperfallen geben, die uns wahrscheinlich da ein bisschen bei behindern werden. Aber unser Ziel ist natürlich, ausschließlich Wohnungseigentum zu machen, keine Mischer, die sich möglicherweise entwickeln können, wollen da keine Konflikte dazu bringen. Wir wollen aber letztendlich unsere wirtschaftliche Überlegung mittelfristig das Kapital aus unseren Projekten rausbringen. Das passiert beim Mietkauf letztendlich nicht. Da werden sie in der Regel das Darlehen bedienen dürfen, aber die Eigenkapitalbindung ist zu lange und deswegen haben wir halt auch besondere Bedenken. Wie gesagt, das Exit sehen wir auch nur bedingt, eben sich nichts am Finanzierungsmarkt ändert und der Kunde oder die Nutzerin dann trotzdem das nicht kaufen kann. Was wird dann passieren? Ja? Und vor allem eine Bestandswohnung zu verkaufen ist ein wirtschaftliches Wagnis, ja? Weil die Preisabsicht dann noch nicht erkennbar ist. Ja? Jetzt ist gerade beim Eigentum der Markt eigentlich eingebrochen. Wie sehen Sie das Thema leistbares Wohnen in diesem Zusammenhang? Welche Preise kann man am Markt durchsetzen? Ja. Aber auch wir haben Projekte, die sich nicht so leicht verwerten lassen, weil wir auch vielleicht einmal Grundkosten eingefahren haben, die letztendlich einen höheren Verkaufspreis nach sich ziehen. Aber wir haben auch Projekte, wo wir bemerken, wenn man den Markt nicht ausreißt, lassen sich diese Eigentumsgegenstände auch verkaufen. Also alles, was über einen bestimmten Preis liegt, ist ganz schwierig wegzubringen. Wenn man ein bisschen drunter liegt oder am Markt liegt, dann findet man nach wie vor Käuferinnen und leistbar. Ja, ganz günstiges Eigentum wird es länger noch nicht geben. Es gibt zwar vielleicht ein bisschen Reduzierung bei den Grundkosten, aber bis das durch ist, bis diese Entwicklungsprojekte am Markt sind, wird es länger dauern. Sie haben die Kosten schon angesprochen, Grundpreise, es heißt, dass da schon ein bisschen angepasst wird. Wie schaut es mit den Baupreisen an? Die passen sich auch an, noch passen sie sich an, weil die Auslastung in bestimmten Bereichen der Bauwirtschaft nachlässt und die Menschen, die diesen Job brauchen, halt dann entsprechende Aufträge suchen und das wird auch über den Preis gesteuert. Da gibt es eine Tendenz nach unten. Ich denke aber, dass dieser Prozess, diese Phase enden wird.
weil die Ressourcen werden abgebaut werden über die Zeit. Dann wird man auch die Facharbeiterverknappung wieder spüren. Wir haben laufend Anforderungen an die Baustoffe, zusätzliche von der Ökologie eben bis zur Sicherheit. Das wird nicht unbedingt günstiger werden. Und also wenn die Firma Wienerberger heute eine Produktionsstraße abdreht, sich ab, dann wird der Ziegel gleich oder teurer sein in der Zukunft als wie jetzt. Und deswegen glaube ich, dass Bauen wieder teurer werden wird, leider. Und das nicht unbedingt positiv dann wieder auf die Verkaufspreise wirken wird oder auf die Mieten. Ja. Wie schaut es mit dem Thema, Sie haben jetzt das Thema Ökologie schon angesprochen, Nachhaltigkeit, was tut ihr, welche Maßnahmen finden Sie besonders wirkungsvoll, was macht Ihnen noch Spaß? Also wir behaupten immer, dass unser Jackpot die Lage ist. Wir haben die Mehrzahl der Projekte wie in Wiener Neustadt oder in St. Pölten an der Bahn. Am Dulnerfeld, an der Bahn, in Burgersdorf an der Bahn, wo auch immer wir versuchen, Projekte infrastrukturell so gut zu legen, dass der in der Lebenszyklus, in der Nutzung, der Eintrag, es geht ja nicht nur um Wärme oder andere Energieformen, die man braucht zum Leben, sondern der Eintrag der Verkehrsenergie einfach weniger wird. Und da haben wir schon viel gewonnen damit. Ja. Außerdem haben sie natürlich auch den Grund und Boden geschont, wenn sie in Zentren oder in entsprechende Lagen gehen. Das ist schon ein ganz wesentlicher ökologischer Impact. Und wir tun natürlich auch das Programm, das alle tun. Wir haben günstigen Energieeintrag, nämlich fast gar keinen. Wir versuchen im Lebenszyklus der Bauwerke entsprechend qualitativ zu bauen, damit hinterher Instandhaltung und Reparatur schonend ist. Wir versuchen auch mit Baustoffen das nicht zu übertreiben, weil wenn man Hochleistungsbaustoffe verwendet, dann wird man die Miete quasi im Nachhinein zahlen müssen, weil sie ein Fenster nach 15 Jahren tauschen, dann kann es nicht ökologisch sein. Deswegen, das ist unser Programm. Wir sind dann sonst eher konservativ, weil Eigentum hat das eher erwartet. Aber ich denke, wir haben vor allem mit unseren Lagen, mit der infrastrukturellen Anbindung, ob das jetzt der Verkehr ist, die Schule oder der Einkauf ist, schon einen wesentlichen Teil für die Ökologie geleistet. Wie machen Sie Ihr Unternehmen zukunftsfit? Muss ich länger nachdenken, weil wir viele Antworten dazu einfallen würden. Natürlich ist ESG für uns ein Thema. Wir verwerten unsere Immobilien an Investoren. Hier wird erwartet, dass man entsprechend vorgeht, entsprechende Programme hat und wir arbeiten daran, diese Erfordernisse zu erfüllen, nicht nur eben für Investoren, für unsere Entwicklung selbst. Wir haben vieles von den Themen schon in der Vorzeit erfüllt. Ob wir ihn beschaffen, in unserem Umfeld ganz bewusst beschaffen, um ja in der Region Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind mehrheitlich weiblich, zum Beispiel, um einen sozialen Aspekt noch zu verwenden. Selbst in unserem Aufsichtsratsgremium sind mehr Frauen wie Männer. Also wir haben viele Aspekte erfüllt schon, aber wir entwickeln uns in die Richtung, in alle drei Bereiche weiter und glauben damit, vor allem auch mit unseren Produkten, für die Zukunft gut gewappnet zu sein. Wie gefällt es Ihnen heute hier bei uns? Ja, ich finde vor allem den Standort, den Sie heute gewählt haben, für unglaublich innovativ. Ich finde es toll, dass Sie in die Regionen gehen. Hier gibt es auch wahnsinnig gute Lebens- und Entwicklungsqualität. Sie stärken das damit und da kann man Ihnen nur gratulieren dazu. Vielen Dank.